Hi, ich bin Sebastian und da Reisen zu meinem Leben gehört, habe ich was ganz Besonderes für euch, ja, tatsächlich eingepackt und das sind Reisehacks und die ziehen wir uns jetzt mal rein. So, ihr kennt das natürlich, der Business-Termin ist vorbei und ist im besten Falle natürlich sehr gut gelaufen. Und dann kommst du also am Flughafen an und bist so richtig schön fertig und es gibt nicht mal mehr einen freien Sitzplatz. Und wer glaubt, Lounges seien tatsächlich nur was für First Class oder Business Class, das ist eigentlich auch was für Otto-Normalverbraucher. Es kostet zwar hier und da vielleicht den einen oder anderen Euro, aber das macht gar nichts, denn dafür bekommst du richtig was geliefert. Freies WLAN, Buffet, wunderbar, schöne, große und vor allem freie Sofas. Also erkundigt euch ruhig mal am Flughafen, von dem ihr abfliegt, ob sowas nicht vielleicht möglich ist. Was ist gerade auf Geschäftsreisen noch wichtiger als ausgeschlafen zu verhandeln? Richtig, ausgeschlafen ankommen. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht blöd, sich mal ein Upgrade abzuholen. Das könnt ihr auch gerne mal vorne direkt beim Check-in machen. Ich frage dann einfach, Entschuldigung, ist nicht vielleicht doch weiter vorne was frei, vielleicht sogar in der Business-Klasse? Und glaubt mir, mehr als Nein sagen könnt ihr überhaupt nicht. Und wenn ihr das dann charmant macht, freundlich und vielleicht mit dem einen oder anderen Sprachwitz, dann sollte das in der Regel zumindest mal möglich sein. Was muss man nicht alles im Kopf haben, wenn man einen erfolgreichen Business-Termin antritt? Das sind irgendwie Abfahrtzeiten, Abflugszeiten, wann muss ich aufstehen, was darf ich nicht vergessen und. E-Mails ohne Ende für jeden Termin. Da habe ich auch eine kleine Idee für euch und zwar tragt doch einfach alles mal zusammen und dann screenshottet ihr das und das Ganze ist dann in eurem Sperrbildschirm quasi dauerhaft am Mann. Ist vielleicht hier und da ein ganz kleines bisschen Arbeit, aber ihr könnt mir glauben, das lohnt sich wirklich, denn ihr seid immer dann dort, wo ihr auch sein müsst. So Leute, jetzt wird's wissenschaftlich, denn Forscher haben rausgefunden, sind dann aber wieder reingegangen. Ja, kleiner Scherz meiner Seite, der dauert auch ein ganz klein bisschen, aber dann wird er gut. Die meisten Leute sind nämlich Rechtshänder und sind deswegen oft geneigt, sich am rechten Counter anzustellen. Deswegen geht ruhig mal ganz nach links am Counter und checkt dort ein. Meidet viele Familien, nicht weil ihr keine Familien mögt, sondern das dauert in der Regel ein bisschen länger, wenn da das ein oder andere Kind und der ein oder andere Kinderwagen noch zu verpacken sind. Aber glaubt mir, links ist in dem Fall deutlich besser als rechts. So, kommen wir doch jetzt mal zu einem Lifehack, der sich mit unserem leiblichen Wohl beschäftigt. Es geht ums Trinken. Wir stehen vor dem Security-Check-In und haben noch eine volle Flasche Wasser in der Hand. Jetzt haben wir genau zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist irgendwie blöd. Man kann das Wasser wegkippen und das ist blöd für die Umwelt. Und es gibt Leute, die haben gar kein Wasser. Also schlechtes Gewissen garantiert. Oder aber die zweite Möglichkeit ist, ihr stürzt das Wasser in einem Schluck runter und das ist auch blöd. Ich muss dann meistens aufstoßen. Die dritte Möglichkeit ist diese hier. Eine faltbare Flasche und das Geile an dieser Flasche ist, ihr nehmt die einfach mit. Hinter dem Security-Check-In kann ich mir die jederzeit an diesen Trinkbrunnen auffüllen und schon hast du alles, was du für den Flug brauchst. So, und dann gibt's ja noch die Geschichte mit dem Tomatensaft und dem Fliegen. Ich hätte gerne einen Tomatensaft. Mit Pfeffer. Selbstverständlich darf der nicht fehlen. Warum ist das eigentlich so? Schmeckt der einfach besser da oben als da unten oder sieht es einfach nur schwer cool aus? Es ist tatsächlich die erste Variante. Eine große deutsche Luftlinie hat nämlich mal einen Auftrag gegeben, das herauszufinden und herauszukommen ist das folgende. Unten schmeckt der Tomatensaft deutlich muffiger als da oben. Oben hingegen werden sogar fruchtige Aromen freigesetzt und deswegen schmeckt das Ganze auch so gut und man würde es unten freiwillig wahrscheinlich gar nicht zu sich nehmen. Zum Thema trockene Luft im Flugzeug bleibt auch noch zu sagen, ihr kennt das vielleicht, irgendwie fangen Augen an zu brennen, Augen fangen an zu jucken und da gibt es eigentlich auch eine ganz kleine Geschichte, die ihr mit euch führen könntet und zwar Augentropfen. Einfach in die Augen tropfen lassen und sie werden deutlich geschmeidiger und das hier geht raus an alle Leute mit Kontaktlinsen. Durch den Druck wird das Ganze ein bisschen unangenehm, das kann tatsächlich passieren und neben den Augentropfen hilft es tatsächlich, nehmt die Kontaktlinsen einfach raus und setzt euch eure Brille auf. Das war's auch schon mit den Lifehacks zum Thema Airport und ich muss euch sagen, sollte es irgendetwas geben, was ich vergessen habe oder einen Tipp, den ihr noch für mich habt, dann schreibt das gerne runter in die Kommentare oder liked dieses Video. Ich würde mich sehr freuen. Bis bald.